Du weißt selber, wie schwierig das Schneiden ist, wie lang das dauert und alles. Also du musst ja nicht nur das Video drehen, ist ja das Allerwenigste. Und das ist also ein Fulltime-Job. Und das muss jedem klar sein, der sowas haben will. Mit so ein bisschen ab und zu mal, haha, ich mache mal ein Foto, ist es halt nicht getan. Ich finde es immer wieder erstaunlich, was man so alles in neuen Städten so findet. Ja, vor allen Dingen bei den ganzen Kirchen, bei den ganzen alten Sachen. Die Mythen. Schlafplatz wird jetzt sauber hinterlassen. Ja, da ist alles trocken. Man sieht, es hat wunderbar gehalten. Von daher geht es jetzt zum Interview. So, einmal hier für das Special-Video. Ne? Da ist die nächste Person, die Servus. Interviewt wird. Ja, genau. Was soll ich dazu sagen? Ich bin im Geheimstudio von Stefan. Wir schauen uns das einfach mal an. Oh, das ist dunkelgrün. Genau, wollte ich damals so wegen dem alten Software, weil ich das Heli nicht rausregeln konnte, aber da hatte ich nur die alte. Mensch, du hast ja für Fans oder für dich? Für mich, das sind meine Outfits. Ach so. Und die hängen da zum Schallschutz. Ach so, sehr schön. Ja. Ja. Schöne Deckenbeleuchtung. Oh, hier ist eine schöne Wand. Ja. Sehr interessant. Ich hoffe, du hast aufgeräumt. Nein, eigentlich nicht. Nein, alles gut. Ich wusste, dass du daher den Film willst. Ja, auch gut gemacht hier, sehr gemütlich, auf jeden Fall. Ja, das einzige Problem, was ich hatte, als ich es dann so dran hatte, habe ich gedacht, irgendwas stimmt nicht. Wieso? Es ist irgendwie die Tür weg. So kann man Türen verschwinden lassen, das ist doch eine gute Idee. Ja, also von dem her ist es, von vorn merkst du echt, wenn es deiner ist, nicht, dass hier ein Tier ist. Also wenn ich das richtig unten dort habe. Und hier können wir das Interview führen, ne? Zum Beispiel, hier können wir ein Interview führen und da drüben ist mein normaler Arbeitsplatz. Oh, eine schöne Ecke. Warte, ich mal kurz mal schauen. Alter, was haben wir so eine Kamera? Ja, meine neue, die ist cool. Vorher gar nicht so gedacht, aber wir haben dann da war, habe ich mich dann doch gefreut. Und dann steht auch noch hier, Auto Kingo, Mr. Ja. Blackout. Das entscheidest du, was da drum steht. Geil. Was ist das, Medaille? Guinness Buch der Rekorde-Eintrag habe ich. Ach ja, stimmt. Schon unterwegs. Wie crank ist das denn? Teams kommen, denen gefällt das. Ja, das ist auch, sieht sehr ich gut meine, aus. Das so ein bisschen. Und du hast halt alles übersichtlich da haben meine Requisiten gebracht, sind nicht diese ganzen Pumpen und alles, das musst du ja nicht dabei haben. Cool, cool, cool. Da ist der Mann. Heftig. Was du so alles hast? Ja, das hat sich halt im Laufe der 5 Jahre auch gesammelt. Servus Leute, willkommen in meinem neuen Studio. Jetzt, ja. Wir bereiten hier einiges vor. Es geht zum Interview. Das sehen die Leute halt nicht. Also du musst richtig viel Arbeit investieren. Jede Woche 2 Videos. Du weißt selber, wie schwierig das Schneiden ist, wie lange das dauert und alles. Also du musst ja nicht nur das Video drehen, ist ja das Allerwenigste. Du brauchst zuerst mal die Idee. Du musst bei mir, ich muss zuerst mal recherchieren. Was passt alles? Du musst die passenden Artikel rausfinden, die passenden Studien. Dann drehe ich mal kurz, das ist meistens am allerschnellsten vorbei und danach sitze ich dann noch mal 1-2 Tage am Schneiden. Und das ist also ein Fulltime-Job. Das muss jedem klar sein, der sowas haben will, mit so ein bisschen ab und zu mal, haha, ich mache mal ein Foto, ist es halt nicht getan. Also draußen überleben ist ja eine Sache. Aber wie können Leute, die jetzt nicht wirklich rausgehen, sich auch vor Katastrophen schützen? Es ist eigentlich relativ einfach, das Grundding. Was ich jedem immer empfehle, jedem Anfänger, ist hier vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe dieses kleine Heftchen, gibt es zum Download kostenlos, kann man auch 5 Stück kostenlos bestellen. Stellt euch gleich mehrere, verteilt es an die Nachbarn, weil die müssen auch fit sein. Da sind viele Tipps drin und es ist in der Mitte eine Checkliste mit drin. Das ist richtig. Ich glaube, die erste war.
Klappe, das ist dann Zähne 3 oder 4. Du wolltest mir doch irgendwas, hast mir gestern noch gesagt, wie ich angefangen habe, oder irgend sowas. Genau, ja. Gut, dass ich den Interview jetzt erstmal erklären muss, was er mich fragen soll. War schon bei der Szene. Ja, ja, war klein. Ja, das liegt an dir. Ja, rot ist besser. Achso, die filmt ihr schon, ja. Scheiße. Okay. Ja, ist auch gut. So schaut es doch ganz gut aus. Ja. Oh. Vor der Kamera bin ich mal nervös. Du wachst es länger wie ich. Wie lange wachst du das eigentlich schon? Seit 2008 filme ich eigentlich schon. Ja, merkst du es. Hi Leute, heute bin ich in Bayern unterwegs. Stimmt auch, ne? Bayern. Stimmt das? Ja, stimmt. Gut. In der Nähe vom Chiemsee. Heute habe ich Stefan. Heute habe ich Stefan? Nee. Heute interview ich Stefan. Genau. Heute habe ich Stefan, ja. Nee, hatte mich noch nicht. Ich erinnere mich irgendwie damals an den Berg, da haben wir genauso mit dem Lachmuskel. Eigentlich soll mal wieder so einer springen, kannst du dich noch erinnern? Ja. Nee, aber das wäre hier ein bisschen zu peinlich. Jetzt ist eine Doku. Ich mache kein Foto. Achso. Doch. Behind the scene oder wie das heißt. Gut. Aber komplett. Erklär mal, was ist los? Da ist direkt feucht. Scheiße. War da der Schimmel drin? Problem war, nach dem letzten Overnighter mit meinen Jungs hatte ich dann noch so Brot und sowas in die Richtung in so einem, hab's halt drin vergessen. Und am Wochenende sagt die Miri plötzlich, irgendwas stinkt in unserer Wohnung so dermaßen. Ja, und dann habe ich meinen Rucksack halt aufgemacht und dann bin ich erstmal 3 Meter nach hinten gefallen. Siehst du es? Ja. Ist direkt die Feuchtigkeit drin. Scheiße. Ja, das Geil wird halt nichts, Jungs. Scheiße. Fuck! Hey, den habe ich auch mit. Scheiße, das kann ich vergessen. Leben in der Lage, Stefan. Hier sehen wir einen. Ja, hält sie die Nase zu, verstehst du dich? Hier sehen Sie einen YouTuber hautnah hinter den Kulissen. Ja, na, keine Chance. Was ist das denn? Ja, mein Unterlegplane. Ach so. Ja, Wasserschutz, leichter, kleiner, besser geht nicht. Igitt, Würstchen. Scheiße. Deswegen stinkt das da noch so. Fuck. Ich glaube, Stefan braucht noch einen Rucksack. Leute, spendet bitte. Er braucht neue Sachen. Scheiße. Boah. So Stinker, das gibt's doch nicht. Oh. Er muss an alles riechen, ne? Komisch. Das ist ein kleiner Schnüffler hier. Arschloch! Mach die Kamera aus! Oh, na, mein Kissen! Scheiße. Mein Lieblingskissen. Wenn du alles zusammenrechnest, was ist es wert? 1000 Euro? Reicht es. Ja, es ist ja nicht alles kaputt, aber. Also hoffe ich. Ich weiß es nicht. Scheiße. Mir noch nie im Leben passiert. Jetzt kommt die große Frage: Wie sieht's mit dem Schlafsack aus? Also hier haben wir jetzt ein perfektes Beispiel, dass ja, alles schief gehen kann. Und habt ihr einen Plan B, ist die Frage. Ne? Stefan hat keinen Plan B. Also sich nur auf einen Rucksack zu verlassen. Das Problem ist, es geht immer nur dann schief, wenn Survivalbeat in der Nähe ist. Da geht immer was schief. Also sich nur auf eine Sache zu verlassen, geht meistens schief. Hier ist das perfekte Beispiel. So kennen die Leute dich aber auch noch nicht. Nee. Hinter den Kulissen. Hat es ja noch nie gegeben. Noch nie. Wenn ich in der Nähe bin, dann läuft doch alles
immer Chaos. Survival Beat ist gleich großes Chaos. Danke. Also nochmal hier zur Dokumentation. Stefan hat seit 12 Jahren einen Fluchtrucksack und er hat noch nie etwas vergessen. Zack, ich bin da und schon passiert so etwas. Warum? Unfassbar. Weil normalerweise, sobald ich heimkomme, ist das Erste, dass ich alles wieder in Top-Zustand bringe, damit für den Fall der Fälle ich jederzeit wieder rausgehe. Ob es zum Overnighter ist oder halt, ob man einen Fluchtrucksack braucht. Aber dass ich da Sachen drin vergesse, das gab es noch nie. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Ja, ich bin da diesmal nicht dran schuld. Ich glaube schon. Karma. Die spenden auch nicht, wenn ich Outdoor-Videos mache. Da kriege ich nichts. Ach so. Das geht nur, wenn ihr so in die politische Richtung, Energiewende technisch oder sowas. Er hat dann wirklich angefragt, ob er meine Argumente nutzen darf für seine Profession. Da sage ich natürlich. Du brauchst da nicht fragen. Eine Kamera mit Regenschirm. So, wie ihr seht, ich bin wieder im Wald unterwegs und ich habe diesmal ein bisschen mehr Platz, weil diese Matte unten diesmal verbaut ist. Und ja, ich bin gespannt auf den nächsten Tag, auf das nächste Interview und wir sehen uns dann am nächsten Tag. Bis dahin, haut rein.